Hallo Menschen, heute kommen meine Lesestatistiken 2015. Das heißt, in diesem Video geht es wirklich nicht irgendwie inhaltlich um die Bücher, sondern rein von den Fakten her. Und ich habe mich schon das ganze Jahr auf dieses Video gefreut. Ich liebe Statistiken und Diagramme und Prozente und ich habe auch jetzt schon meine Tabelle für nächstes Jahr vorbereitet und bin schon ganz gespannt darauf, da Dinge einzutragen. Aber kommen wir erstmal zu diesem Jahr. Ich las insgesamt 155 Bücher. Jetzt schon mal kurz mit dem Hinweis, dass da ja auch viel Lyrik und Comics dabei sind. Was ich zu der Zahl aber nochmal sagen möchte, ist, dass die sogar mir persönlich etwas zu hoch ist. Ich würde Bücher gerne manchmal ein bisschen mehr sacken lassen und zwinge mich nach Beenden eines Buches sogar dazu, erstmal was anderes zu machen und an den Computer zu gehen oder aufzuräumen. Aber spätestens nach 2 Stunden sitze ich dann wieder da und denke mir, was machst du jetzt? Liest du halt ein Buch. Und so wären das halt schon immer recht viele und manchmal verschwimmen dann bestimmt auch einige, denke ich mir. Das heißt, ich hätte wirklich überhaupt kein Problem damit, wenn die Zahl etwas runtergeht. Ich habe mir auch noch nie irgendwie so ein Ziel oder eine Challenge gesetzt, dass ich sage, nach 100 möchte ich mindestens erreichen. Mir vollkommen schnuppe, es können auch gern nur 50 sein. Ich meine, es gibt sicherlich Schlimmeres, aber ich würde gerne etwas runterkommen und die Bücher mehr für sich genießen und nicht so in einem Rausch lesen. So, jetzt möchte ich die 155 Bücher aber gerne noch etwas aufspalten. Und zwar nach Art. 80 davon waren Romane. 23 waren Gedichtbände, ebenfalls 23 waren Comics, aber nochmal 2 zusätzlich waren so Bilderbücher, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob man schon Comics sagen kann. So, dann werde ich jetzt immer mal ein bisschen auf mein schlaues Heftchen hier schauen. 9 waren Sachbücher, 8 waren so Kurzgeschichten und oder Essaysammlungen dergleichen. Ich las 4 Dramen, 4 Autobiografien, Tagebücher oder Memoiren. 2 Novellen, ein Epos, das war die Odyssee, und einen Jugendroman, den ich persönlich jetzt nicht so zu den normalen Romanen zähle. Die Zahlen lasse ich zum Großteil unkommentiert. Das ist mir jetzt nicht wichtig, dann eine bestimmte Ratio zu haben. Das Einzige, was ich erwähnen kann, ist, dass ich über die neuen Sachbücher recht froh bin und das gerne auch aufrechterhalten würde, einfach weil mich das immer so ein bisschen aus dem normalen Lesen rausreißt, weil man immer was Neues dazulernt und vielleicht auch mal mit Sachen konfrontiert wird, die halt so in den Romanen nicht vorkommen. Das finde ich ganz nett, aber das ist jetzt kein direktes Ziel von mir. Dann möchte ich diese 80 Romane, die ja meine Hauptkategorie darstellen, nochmal nach Genre aufteilen. Und zwar mit dem Hinweis, dass ich persönlich oft ein bisschen Probleme habe, Dinge in Genre zu stecken. Ich weiß das nicht so richtig, was ich da sagen würde. Und mit dem zweiten Hinweis, mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass Klassiker kein Genre ist, aber mir hilft das in meiner Übersicht. Und wenn ich dann alle Klassiker nochmal aufteile, also dass zum Beispiel dann Jane Eyre ein Gouvernantenroman ist, dann hätte ich pro Klassiker immer nochmal so ein extra Genre und das wird dann einfach alles zu undurchsichtig für mich. Also ich nenne die Klassiker jetzt so als Genre. Mir hilft's. Wen das stört, der kann das ja vielleicht ignorieren. Also, und zwar von den 80 Romanen waren 37 das, was ich immer so als Literary Fiction bzw. Gegenwartsliteratur bzw. genrefreie Literatur bezeichnen würde. Könnt ihr mir bitte mal sagen, wie ihr das immer nennt? Weil ich damit schon ewig Probleme habe. In Buchhandlungen steht oft Unterhaltung drüber, aber das ist ja eigentlich auch, also ich meine, ein Krimi ist ja auch Unterhaltungsliteratur. Deswegen finde ich das immer ein bisschen unpassend. Und nicht jedes, finde ich, spielt auch wirklich zur Gegenwart. Also ich habe da immer total Probleme, Dinge einzuordnen. Deswegen finde ich das englische Literary Fiction eigentlich ganz in Ordnung. Aber sag mir das mal bitte. So, weitere 10 waren dann Fantasy oder Märchenhaftes. 7 würde ich so als reine Science Fiction bezeichnen. Das wird vielleicht klarer, wenn ich die nächsten Kategorien noch nenne. Denn 6 weitere waren dann Postapokalypsen bzw. Endzeitromane und 4 waren richtige Dystopien. Nur 5 Klassiker sind im Romanbereich vorhanden. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, bei den Dramen und Novellen sind auch noch welche dabei. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also es wäre in Ordnung, wenn die Zahl hochgeht, aber wenn nicht, dann ist das eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich las 3 Mystery-Bücher und das ist komplett diese Southern Reach-Trilogie. Das ist ein Genre, zu dem ich eigentlich nicht wirklich greife, aber das war für die 3 Romane ganz in Ordnung. Ich las 3 Bücher, und ich weiß nicht mal, ob das ein Genre ist, aber so aus der NS-Zeit, beziehungsweise so Antikriegsromane. Das ist auch sowas, wo ich nicht weiß, wie ich die einordnen soll, denn meiner Meinung nach ist es halt noch nicht wirklich der historische Roman, aber es ist natürlich auch keine Gegenwartsliteratur mehr. Deswegen habe ich da jetzt nochmal so ein extra Ding gemacht. 2-mal las ich magischen Realismus, einen einzigen Krimi, nämlich von Dürrenmatt, und dann einen wirklichen historischen Roman, der aber auch 1900 oder um die Jahrhundertwende spielte. Das zählt dann für mich wahrscheinlich schon rein. 45 meiner Bücher las ich im Deutschen, die auch wirklich auf Deutsch geschrieben wurden. 43 las ich auf Englisch, 64 las ich auf Deutsch, aber in der Übersetzung aus welcher Sprache auch immer, und 3 kamen komplett ohne Text aus. Das wird jetzt nochmal ein bisschen klarer, wenn man vielleicht die Herkunftsländer betrachtet. Die habe ich jetzt allerdings nach Prozenten angegeben, denn manchmal hat ein Autor ja vielleicht auch
zwei Herkunftsländer, hat bis 20 Jahren dort gewohnt und jetzt da, oder es waren so halt Autorenteams. Deswegen kommt das jetzt nochmal. Und zwar sind 27,9% meiner Bücher aus den USA, beziehungsweise die Autoren leben jetzt dort, 23,4% aus Deutschland, 16,9% aus Großbritannien, jeweils 4,5% kommen aus Frankreich und Kanada, 3,3% aus Österreich und Polen, 2,6% aus der Schweiz, und dann gibt es diesen Riesenbatzen 13,6% andere, die ich aber auch nochmal aufsplitten möchte, weil mich das auch irgendwie interessiert hat. Und zwar kamen jeweils drei Bücher aus Spanien, Russland, Japan, Belgien und der Republik Fidschi. Zwei haben wir aus Argentinien, Nigeria und Griechenland und je einen aus Aserbaidschan, Australien, Brasilien, China, Dänemark, Irak, Georgien, Jamaika, Kolumbien, Norwegen, Puerto Rico. Sapmi, also Lappland, was ja kein so richtiges offizielles politisches Land ist, aber was ich auch einzeln nennen wollte: Schweden, Südkorea, Tibet und Malaysia. Das sind so die Herkunftsländer. Finde ich ganz toll, dass das eigentlich so eine große Vielfalt ist. Würde ich aber ganz gerne noch etwas erhöhen. Es gibt Regionen, aus denen ich einfach noch gar nichts gelesen habe, und dieser große Batzen USA. Also ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte keine amerikanischen Autoren lesen, aber es könnte ruhig noch etwas runtergehen. Da hätte ich jetzt nichts dagegen. Was die Urheber betrifft, waren 95 männlichen Geschlechts, 56 weiblichen, und es gab dann noch vier so gemischte Autorenteams, aber keinen, der sich jetzt irgendwie nicht einem der zwei binären Geschlechter zuordnet. Ich interessiere mich grundsätzlich mehr für den Inhalt und die Handlung des Buches als für den Urheber, fände es aber schon ganz schön, wenn sich die männlich-weiblich Ratio so ein bisschen anpassen würde. Ich weiß nicht, ob das ein festes Ziel ist, aber es wäre zumindest schön, wenn ich das dann im Jahresrückblick 2016 so feststellen könnte. Was mich wirklich überraschte, war, dass 76 meiner 155 Bücher zwischen 2010 und 2015 erschienen sind. Das hätte ich niemals erwartet. Ich hatte irgendwie immer gedacht, ich sei so ein Backlistenleser. Ich meine, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass so viele aktuell dabei sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das vielleicht doch ein bisschen durch BookTube kam, dass ich jetzt Neuerscheinungen mehr gelesen habe. Hätte das aber wirklich nicht erwartet. Um die Zahlen noch ein bisschen weiter aufzusplitten: 21 kamen dann aus den Jahren 2000 bis 2009, 10 jeweils aus den 90ern und 80ern, nur 2 aus den 70ern. Ich las 6, die in den 60ern erschienen sind, nur 1 aus den 50ern, 2 aus den 40ern, 4 aus den 30ern, 3 aus den 20ern, 1 aus den 1910ern und nochmal 2 zwischen 1900 und 1909. 5 sind aus dem 19. Jahrhundert, dann 1 aus dem 17., 1 aus dem 16., 2 erschienen vor unserer Zeitrechnung und 8 haben keine genauen Daten, oder es sind entweder so Sammlungen, die aus verschiedenen Jahren, oft dann auch gerade so ein Jahrhundertwechsel, zusammengetragen wurden. Oder so. So, diejenigen, die mir vielleicht schon ein bisschen folgen, wissen, dass ich in Rezensionen oder Monatsrückblicken nie Sterne vergebe oder sage, das Buch ist jetzt 3,5 von so und so viel. Aber in meiner Tabelle gebe ich eine Zahl so und so viel von 10, so einfach für den ersten Überblick. Auch da fällt es mir total schwer, ein Buch auf eine Zahl runterzubrechen, aber andererseits hilft mir das auch so ein bisschen, um im Nachhinein mal zu gucken, wie fand ich das Buch eigentlich. Vor allem, wenn ich in einem Jahr vielleicht nacheinander fünf Bücher derselben Autorin las, dann verwischt das doch manchmal so ein bisschen, und da ist die Zahl ganz gut. Und da ist die durchschnittliche Bewertung 6,8 von 10. Das ist ein ganzes Stück niedriger als letztes Jahr. Ich glaube, da war es 8, noch was, 8,5 sogar. Aber ich habe dieses Jahr auch so ein paar Sachen gelesen, die halt eher Experimente waren, wo ich dachte, das probierst du jetzt mal. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn man da nicht nur 5-Sterne-Bücher liest oder so, sondern sich auch ein bisschen ausbreitet. Aber ja, natürlich ist es immer schöner, wenn man so einen Monat hat, wo irgendwie ein tolles Buch nach dem anderen kommt. Ja, da will ich jetzt aber nicht unbedingt dran arbeiten, dass ich nur noch die lese, die ich wirklich mag, sondern ich will weiterhin eigentlich ein bisschen offen und experimentierfreudig bleiben. Und das Letzte, das hat mich dann einfach so ein bisschen noch interessiert, rein von der Menge her an verschiedenen Büchern, die ich las, war Januar der höchste mit 19 und Dezember der niedrigste mit nur 6 verschiedenen Büchern. Aber wenn man jetzt die Seitenzahl anschaut, dann war April der höchste mit 4.977, aber Dezember bleibt der niedrigste mit 1979. Ist aber auch verständlich, im Dezember arbeitete ich Vollzeit, was für mich nicht so normal ist, und dann wollte ich auch irgendwie ständig noch alle Leute treffen. Die Feiertage über habe ich jetzt auch nicht so viel gelesen, und deswegen ist das ganz okay. Ich habe da auch keine bestimmte Seitenzahl, die ich irgendwie pro Monat erreichen möchte, und die Seitenzahl sind sowieso nur in meiner Tabelle, um eigentlich im Nachhinein mal zu so gucken, wie
wie ein Autor schreibt, wenn ich verschiedene Bücher für ihn las und so. Also das ist jetzt nichts wirklich Wichtiges, hat mich nur interessiert und ich hatte halt die Daten. Also habe ich dann noch ein kleines weiteres Diagramm gemacht. Das waren dann schon alle Statistiken, Diagramme, Prozente von 2015. Es wird ein Video folgen, in dem ich daraus unter anderem so ein paar Schlüsse für nächstes Jahr ziehe, was ich vielleicht ändern will oder wohin ich zumindest leicht arbeiten möchte. Aber im Allgemeinen interessiert es mich einfach im Nachhinein, was ich so eben gelesen habe. Ich liebe diese Diagramme-Videos und habe auch schon ein paar bei anderen gesehen. Ich weiß nicht, ob das jeder macht. Ihr könnt mir gerne irgendetwas schreiben, was euch einfach so vielleicht auch ohne Diagramme aufgefallen ist, wo ihr im Nachhinein sagt, Mensch, ich habe dieses Jahr aber viel da und davon gelesen oder so. Das interessiert mich total. Ich hoffe auch, es kommen noch mehr Videos von euch. Und dann ist das letzte Video für 2015. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das war mit mein erstes Jahr Booktube, also ich bin noch nicht ganz durch mit meinen 365 Tagen. Und ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Achso, guten Rutsch!